Integration wird verliehen von Johannes B. Kerner. Guten Abend. Bambi Integration, das ist ja eine Kategorie mit einer vergleichsweise jungen Geschichte. Sie erinnern sich, ein gänzlich unumstrittener Preis, hat nie Diskussion gegeben anschließend. Ich sage es mal so, also wenn man gefragt wird, ob man den Preis in der Kategorie Integration übergeben möchte, dann ist es nicht unverschämt, wenn man sagt, wer soll ihn denn kriegen? Und als ich gehört habe, wer ihn kriegt, welcher Mann ihn kriegt und welche Organisation dahinter steht, habe ich in einer Millisekunde zugesagt. Der Preisträger und die Organisation, die geehrt wird, ist, ich verspreche Ihnen das und Sie werden mir gleich zustimmen, über jeden Zweifel erhaben. Sie lernen gleich Ismael Öner kennen. Das ist ein Mann, der sich interessiert, der sich kümmert um andere, um junge Leute, die Probleme haben, um Leute, die ja, im Grunde genommen mit ihrem Leben beinahe schon aus der Kurve geflogen sind. Sei es wegen Alkohol, wegen Drogen, wegen Gewaltexzessen. Oder wegen all dem. Um junge Leute, oftmals mit Migrationshintergrund, die keine Schulperspektive haben, denen es, mal salopp gesagt, echt dreckig geht. Und er kümmert sich. Er hat sich hingesetzt, ein Konzept erdacht, wie er diesen jungen Leuten helfen kann. Und mittlerweile sind das Menschen aus 40 Nationen, die sein Konzept mit Leben erfüllen und sich von ihm und vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen lassen. Die lernen da sowas wie Gemeinsinn, füreinander Dasein, Selbstbewusstsein, Verantwortung. Für die meisten von Ihnen und uns Selbstverständlichkeiten, aber natürlich nicht für jeden. Die Organisation, die er ins Leben gerufen hat, die er initiiert hat, heißt Mitternachtssport. Und mit dem Begriff Mitternachtssport ist im Grunde genommen schon alles gesagt. Schauen Sie mal. Das Projekt Mitternachtssport ist ein soziales Jugendprojekt mit einem ganz hohen integrativen und gewaltpräventiven Charakter. Ich nutze die Kraft des Sports, die Kraft des Fußballs vor allem aus, um die Jugendlichen in die Sporthalle zu locken. Und ich biete denen einfach eine friedvolle und sinnvolle Alternative zum losen Herumhängen, zur Perspektivlosigkeit. Wir sind lieber hier, anstatt auf der Straße rumzulaufen, Mist zu bauen. Alles dafür ist es auch gebaut. Das ist ein Projekt, wo wir Ihnen mit der Hilfe des Sports soziale Kompetenzen mitgeben. Ich engagiere mich heute in einem Milieu, aus dem ich selbst entstamme. Wenn es um Schule geht, um Zuhause, Familie, alles. Er hilft, er ist da. Man muss nur Bescheid sagen. Den Verein habe ich damals gegründet mit einem sehr guten Freund von mir, Jerome Boateng, der sich damals bereit erklärt hat, die Schirmherrschaft für das Ganze zu übernehmen, aber auch vielmehr die Rolle des großen Bruders einzunehmen. Jerome Boateng, Enes Benatira, Manuel Schmiedebach, die sich wirklich an der Basis engagieren und nicht vergessen, wo sie herkommen. Er kommt einfach rein und sagt uns allen Hallo, redet mit uns, wir dürfen ihm Fragen stellen und dann fängt er auf einmal an mit uns zu spielen. Ich interessiere mich für die Jungs, ich lerne die gern kennen, will wissen, was deren Probleme sind. Freut mich, dass ich mit den Jungs zocken kann und die auch dabei Freude haben und ich auch. Die sind wirklich, es sind ganz normale Menschen. Wenn die zu uns kommen, dann geben sie uns die Hand. Vor allem, es ist wie eine Familie hier. Respekt! Okay, Jungs, Fairplay und Toleranz ist uns ganz wichtig. In der Arbeit mit diesen Jugendlichen ist es ganz wichtig, dass vor allem eine Sache stimmt. Das ist die Herzfrequenz. Meine Damen und Herren, Ismael Öner und seine Leute drehen die Welt auf links in ihrem Bereich. Der Bambi in der Kategorie Integration geht an Mitternachtssport und Ismael Öner. Danke. Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, verehrte Jury, es ist mir eine große Freude und eine noch viel größere Ehre, diesen so bedeutenden Preis hier heute in Empfang nehmen zu dürfen. Er ist ein Symbol der Anerkennung für die Arbeit, die wir leisten. Ich möchte diesen Preis allen Kindern und Jugendlichen in Deutschland widmen, in unserem Land widmen und sowie all jenen Menschen, die sich tagtäglich selbstlos, unermüdlich, aber mit großen Taten für die Belange der Schwachen dieser Gesellschaft einsetzen.
Allen voran möchte ich Jérôme Boateng, Manuel Schmiedebach und vor allem Enes Benatira danken. Ich danke euch Jungs, dass ihr niemals vergessen habt, wo ihr herkommt. Ihr seid Idole, ihr seid Vorbilder, ihr seid Helden. Und ganz wichtig, vor allem seid ihr wundervolle große Brüder für all die jungen Menschen, die wir seit Jahren von der Straße holen und denen wir wichtige Perspektiven schaffen. Ich danke allen weiteren kickenden großen Brüdern meines Projekts. Ich danke meinem Team um Kai Görig und Abedin Öner und den Frankfurter Jungs Dümarok, Jonesmann und Florian Golf für den fantastischen Mitternachtssportsong One Touch, was zur Hymne der kickenden Jugend Deutschlands geworden ist. Ganz besonders möchte ich auch der Bundesliga-Stiftung danken für die tolle Partnerschaft und ganz besonders meiner Frau, die seit Jahren viel zurückstecken muss, viel auf mich verzichten muss, damit ich das tun kann, wozu ich berufen bin. Danke. Es wurden und werden heute wirklich tolle Preise vergeben mit wunderbaren Preisträgern. Doch ich finde, dass der Bambi-Preis für Integration schon was sehr Besonderes ist, weil das Thema Integration uns alle angeht, uns alle angehen sollte. Es prägt und bestimmt das soziale Klima unserer Gesellschaft, unser Zusammenleben und ganz wichtig, unsere gemeinsame Zukunft in unserem schönen Land. Aber jeder muss sich seiner Verantwortung für dieses Thema bewusst sein und es bedarf einer Anstrengung eines jeden Einzelnen, damit in unserem Land Integration erfolgreich gelingen kann. Bei uns, Sie dürfen klatschen. Beim Mitternachtssport, bei uns gelingt die Integration spielend. Im Einspielfilm war es auch nochmal zu sehen. Das Allerwichtigste in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist das Herz, die Herzfrequenzen. Und das Herz soll man im Prozess der Integration weder missachten noch unterschätzen. Denn ich finde, wenn auf beiden Seiten die Herzen erreicht sind, dann ist der Weg zu den Köpfen nicht mehr weit. Wir sind eins. Vielen Dank. Herr Öner. Das gibt's Applaus. Danke für dieses tolle Engagement und für diese außergewöhnliche Initiative. Nun wissen wir, dass solche Initiativen nicht auf Rosen gebettet sind, wirtschaftlich immer ein bisschen knapp genäht. Also wenn Sie noch was überhaben, Mitternachtssport kann es gut gebrauchen. Das haben sich übrigens auch die Initiatoren der Tribute to Bambi Stiftung gedacht. Tribute to Bambi ist eine Stiftung, die den Glanz, den Glamour dieser großartigen Veranstaltung nutzt und versucht umzusetzen, umzumünzen in Hilfe für die Schwachen, die Kleinen der Gesellschaft. Und von der Tribute to Bambi Stiftung gibt es zu diesem Bambi 50.000 Euro, damit eure Arbeit fortgesetzt werden kann. Okay? Wo Sie gerade so in der Klatschen, machen Sie doch einfach weiter und begrüßen Sie meinen Freund und Kollegen Kai Pflaume.